Das erste Mal präsentiert sich das Unternehmen auf einer Berufsmesse in Magdeburg. Die Parento-Messe soll Schülern helfen, eine Idee für ihre Zukunft zu finden. Ich würde das sogar vielleicht in Betracht ziehen, weil ich finde das einfach so schön, wenn man mit mehr Leuten arbeiten kann und besonders technisch ist. Ich mag sehr technische Sachen. Also ich bin generell schon seit Jahren ein bisschen interessiert in der IT-Branche. Und angefangen hat das auch generell so mit Computern. Und da ist ja Intel auch, was die Chips angeht, ziemlich groß. Und als ich dann gehört habe, dass Intel auch hier nach Magdeburg kommen soll, hat mich das natürlich auch schon interessiert. Und dann habe ich geguckt, dass ich da vielleicht irgendwas anfangen kann. Schüler wie Marie und Lennox sichern auch für Halbleiterfirmen wie Intel die Zukunft. Denn Fachkräfte werden händeringend gesucht. Einer der Gründe, warum wir Magdeburg ausgewählt haben, ist, weil wir Talent vermuten hier. Und ich glaube, Parentum ist eine super Gelegenheit für uns, nicht nur mit jungen Menschen uns zu treffen, aber auch mit ihren Eltern, um denen ein bisschen nahezubringen, was wir hier eigentlich aufbauen wollen. Und da gibt es Angebote für jede Schule, wenn Sie so wollen. Und wir wollen eigentlich erklären, welche Berufe wir brauchen, um hier auch eine erfolgreiche Produktion aufziehen zu können. Nur wenige Schritte von der Bildungsmesse entfernt liegt der Campus der Universität Magdeburg. Hier trifft Intel-Vorstand Kevan Esfahjani ein, der sich den Halbleiter-Reinraum zeigen lässt. Das ist der erste Platz, in den Intel investiert hat. Ich bin hier das erste Mal und sehe das großartige Programm, an dem das Team arbeitet. Und das ist ein Beginn für eine klare Partnerschaft zwischen Intel, den Hochschulen und Universitäten, damit wir weiter vorankommen. Is going to be critical for us moving forward. Um Waferscheiben wie diese in Magdeburg produzieren zu können, braucht es weitere Unterstützung für die Universität. Hier können wir die Zahl der Studierenden oder Fachkräfte nicht ausbilden. Wir haben gerade darüber gesprochen, das braucht irgendwie 1000 bis 2000 Quadratmeter. Und das sind x-mal mehr, als wir im Augenblick haben. Das braucht ein neues Gebäude in den nächsten Jahren. Und da machen wir uns jetzt dran. Intel wird weiter investieren, doch gefährden diese privaten Gelder die Freiheit von Wissenschaft und Lehre? Schaut man an, was private Stiftungen und Privatwirtschaft jährlich in Form von Drittmitteln einspeisen, das sind ungefähr 2 Milliarden Euro. Das ist nur ein Viertel von dem, was überhaupt an Drittmitteln an die Hochschulen für Forschung und Lehre zusätzlich eingeworben wird. Der Rest kommt von der öffentlichen Hand. Dann ändert sich das Spielfeld. Intel trifft auf den ersten FC Magdeburg. Als 12. Mann werden die Vorstände Teil der Mannschaft und womöglich ein Sponsor in Zukunft? Nach dem Sieg gegen Hertha BSC bleiben sie im FCM-Trikot, auch bei ihrem Besuch auf dem Volks- und Heimatfest in Magdeburg-Ottersleben. Für Intel fast schon ein echtes Heimspiel.